So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, eigentlich. Denn gestern war Raid Boss Wechsel, das heißt diese komischen Mega Latios sind aus den Raids verschwunden. Darkrai ist in den Raids, ich habe gestern extra keinen Community Raid gemacht, obwohl ich den immer am ersten Tag mache, weil heute Hannes kommt. Heute, am Freitag, kommt Hannes, wenn der Zug nicht wieder ausfällt, aber ich glaube, der müsste gleich da sein, deswegen habe ich den Community Raid auf Freitag verschoben. Dann ist er nicht mehr aktuell am Donnerstag, sondern Freitag. Aber dann Hauptsache mit Hannes. Da macht das mehr Spaß. Da ist das was anderes. Hannes müsste gleich da sein. Mal gucken, was er mitgebracht hat. Ich habe wieder zwei Begrüßungsbier dabei. Die möchte ich euch gleich zeigen. Da stecken nämlich Erinnerungen dran an die Zeit in München, als ich immer bei ihm war. Und ja, Mega Absol ist ja auch drin. Je nachdem, was als nächstes in der Nähe dann vom Bahnhof aufgeht, würden wir dann dahin gehen und diesen Raid machen. Kann auch sein, dass das hier Mega Absol ist. Dann müssen wir am Samstag Darkrai machen. Ich glaube, so wie es gerade aussieht, gehen nämlich nur Mega Absol Raids auf. Oder wir warten halt einfach 10 Stunden, aber wir haben wieder mal einen strikten Terminkalender, Zeitplan, deswegen muss das alles sitzen. Ich stehe jetzt hier rum, da kommen jetzt hier die Züge noch eingefahren. Der richtige Bahnhof ist eigentlich da hinten, aber da sind mir zu viele Leute. Da scheiße ich mir mal in die Hose, deswegen bleibe ich jetzt hier stehen. Warte drauf, dass Hannes irgendwo angefahren kommt. So, ich sitze jetzt hier rum auf der Treppe. Ich warte immer noch auf Hannes. Es ist halt wie immer 12.33 Uhr sollte der Zug kommen. Jetzt ist es gleich 12.50 Uhr. Der Zug ist immer noch nicht da. So sieht das dann aus, wenn du hier rumsitzt. Auf jeden Fall bestes Wetter. Ich kann euch auch schon mal die Begrüßungsbier zeigen von Hannes. Das haben wir nämlich in München immer gesoffen, als wir bei ihm waren. Da gab es ja bei ihm so ein, naja, eigentlich war es ja ein Rewe vorne an der Ecke. Den haben sie dann weggemacht, da ist was anderes drin. Und da haben wir jedes Mal, auch mit Iswo und so, als wir Weihnachtsvideo gedreht haben, dieses Bier mitgenommen und haben das getrunken, weil die Dose einfach so genial aussah. Ist halt hier auch irgendein, weiß ich nicht, tschechisches Bier, Polenbier, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall warte ich jetzt, damit ich mit Hannes dann dieses Bier trinken kann. Da freut er sich bestimmt, wenn er das sieht. Guck dir das an. So, wer kommt denn da angelaufen? Ist es nicht der Hannes? Nein, hallo Hannes. Freund. Guck mal, der Hannes ist da. Was hast du denn da in dem Beutel? Bier und Zombies. Der Hannes hat immer eine Überraschungstüte dabei. Vor allem Jack Daniels. Ja, das ist die Überraschungstüte für dich vom Hannes. Und meine Mitsiro. Deine mit, ach so, guck mal, das mit Zucker, das ohne Zucker extra. Und da sehe ich schon diese Take-Off-Zombie-Dinger. Ein Erlebnis, ich habe eins selber, aber 0,5er. 5-0er, 0,5er, das wäre ja gar nichts. Da ist ja gar nichts drin, Hannes. Ja, das, ja. Ja, meine ich ja. 5-0er helles, das finde ich auch cool von der Farbe her. Hätte man das große 5-0er-Tasting mal machen können. Und was ist da drin jetzt hier? Zeig mal da hier diese. Und da ist diese Dose da. Die Zombies, ja, kennt ihr das? Zombie. Das hat der Hannes auch mal mitgebracht, das haben wir mal getestet. Das fand ich mega genial, das hat Shenaya mittlerweile auch getestet. Jetzt packen wir schnell alles in den Beutel. Wir suchen jetzt ganz fix einen Raid. Und dann werden wir an dem Raid uns erstmal ein Bier aufmachen. Das ist wichtig, ich habe nämlich jetzt Durst. Immer wenn ich Hannes sehe, habe ich Durst. Und dann quetsche ich ihn erstmal aus, wie die Fahrt war. So, wir haben jetzt mal geguckt und obwohl vorhin die ganze Zeit nur noch Absol angezeigt war in der Nähe, haben wir jetzt gesehen, es gehen sogar zwei Fünfer auf, also es wäre möglich, zwei Darkrai zu machen. Also ein, der eine ist bei Steele in der Nähe von diesem blöden Gerichtsgebäude, Bahnhof geradeaus. Wir haben aber was viel Besseres gefunden, das Meininger Staatstheater. Da habe ich noch nie einen Raid gemacht. Hier ist der englische Garten, das heißt, das ist das Ding, wo wir immer den C-Day spielen. Aber ihr habt noch nie das Meininger Staatstheater als Arena gesehen mit einem Raid dran. Vor allem nicht als Community Raid. Deswegen laufen wir jetzt zu Meininger Staatstheater und machen dort den Community Raid mit Darkrai, dass ihr das auch mal gesehen habt. Was man sonst nicht sieht, wenn wir immer Community Day streamen, weil man ja die Umgebung nicht sieht, aber im Video kann man das mal zeigen. Das ist hier dieser Teich oder See oder Teich oder was auch immer im englischen Garten in der Mitte. Manchmal ist er auch noch an, dass da hier wie ein Springbrunnen ist. Und hier außenrum sind überall Bänke und Sitzgelegenheiten, da sind über Enten und Schwäne. Hier ist so ein fetter Stein, da klettert Marie immer drauf rum. Das ist halt auch richtig cool. Wir müssen jetzt aber davor, weil da vorne das Theater ist. Und das ist der Hannes, wenn er sitzt, weil hier steht, wie gesagt, überall so Zeug rum. Da könnt ihr euch so draufhängen. Das mache ich jetzt einfach mal mit, hänge mich mal kurz mit hier hin. Boah, da kommt die ganze Sonne in die Fresse, das ist richtig toll.
aber ist entspannt. Das ganze Zeug läuft um einen rum. Die Enten, die Tauben, die, vor allem sind ja überall Tauben. Wo sind die Enten? Was ist los? Was machen die Tauben hier? Können die etwa auch schwimmen? Dann läufst du hier hoch und hast schon wieder so eine Brücke und so alte Ruinenreste. Hier geht's auch eine Treppe runter. Hier siehst du so Mauern, Felsen. Da unten ist noch mal was. Das sieht eigentlich alles richtig genial aus. Habt aber wahrscheinlich noch nie großartig gesehen, weil ich hier immer nur rumrenne, wenn ich streame, aber nicht, wenn ich direkt Video mache. Hier auch einfach so eine Bank zwischendurch mit zwei fetten Steinklötzen in der Mitte, viermal Holz. Und dann habt ihr die Sicht an dieser Ruine vorbei auf den See, auf den Teich im englischen Hannes. Der sitzt schon wieder, guckt dir das an. Ja, ich muss es einsetzen. Freut mich, dass der Hannes da ist. Wenn ihr euch auch freut, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist die Arena. Wenn wir von hier gucken, guckt euch mal die Säulen an, wie das da hochgeht. Und dann läuft man durch und auf der anderen Seite wieder runter. So, da sitzt der Hannes, der hat sich jetzt da niedergelassen. Und hier seht ihr mal das Meininger Staatstheater von vorne. Das ist der Eingang. Guckt euch das doch an, wie herrlich das aussieht. Wir müssen jetzt aber wieder rüber. Brauchen nämlich eine Sitzgelegenheit. Wohl Hannes hat schon eine. So, ich habe es geschafft, wieder über die Straße zu kommen. Das heißt, Hannes macht Cliff oder Alo oder irgendwas dazwischen. Alo, hab ich mal Cliff. Und ich gucke jetzt mal hier in den Zauberbeutel. Und ich habe doch von Hannes dieses schöne Osuisko-Bier mitgebracht. Number 1. Tschechisch. Jawohl. Ich wusste vorhin nicht, ob es tschechisch oder polnisch ist. Tschechisch, glaube ich. Es ist auf jeden Fall Bier. Das ist gelbes Bier, das sieht gut aus. Ich habe auch zwei Prime besorgt, zwei gelbe. Die können wir ja auch mal probieren. Das ist ja auch ohne Zucker. Ja. Das heißt, das könntest du auch mal testen. So, machen wir mal Machen wir die Plörre auf hier. Ja, das gehört dazu, immer wenn man Hannes vom Bahnhof abholt, dass man ein Begrüßungsbierchen trinkt. Prost, Hannes, auf dich und auf die tolle Zeit, hoffe ich. Auf jeden Fall. Spielt mehr Pokémon und trinkt Bier. Außer die Kinder. Die gucken zu, wie wir Bier trinken. So, ich habe euch jetzt mal hier abgestellt auf das Teil. Wir sind halt mitten an der Straße, es ist ein bisschen laut. Ich habe im Community-Tab, glaube ich, trotzdem eine Übersicht gepostet für die Conda. Halt schon gestern, nicht heute, gestern. Jetzt muss ich mal kurz hier rüber, Community-Tab schauen. Ich sage Hannes, dann nehme ich mal die 100er Werte. 21,36 und 26,71. Das Ding ist Typ Unlicht. Ihr nehmt also am besten Käfer, Fee oder Kampf. Nehmt eure Machomai-Armee, die jeder haben soll. Und dann haut das Ding weg. Ich habe eine 1200er Armee. 21,36 und 26,71. Hannes, merkst du dir das? 21,36 auf jeden Fall. Das ist ja gut. So, dann gehe ich jetzt mal drauf. Es ist ja auch schon auf, dann gehen wir einfach rein, denn so muss das sein. Und dann reimen wir das hier zusammen. So. Ich habe ein paar Leute, die ich einladen soll, die haben sich nämlich in eine Raid-Gruppe eingetragen. Die kann ich gleich mal zeigen oder vorlesen. Beziehungsweise seht ihr es ja hier. Cheffe, Mystical Miku, Borki, Pack, Henry Niki und dann fehlen noch NetGhost und Genaya. Solange wie das ist, gucke ich mal in die Raid-Gruppe. Und zeig euch mal, wenn ich hier auf Raids gehe, also in der Raid-Gruppe, hier die Raid-Gruppe andrücke. Eieieiei. Dann habe ich hier den Raid nämlich gepostet. Meininger Staatstheater. Bild, Koordinaten, Trainercode. Und dann haben die sich alle eingetragen. Und dann weiß ich, dass ich 7 Leute habe, die ich einladen muss. Eine komische Ding, was mir vorgeschlagen wurde. Gardevoir, Maromai, Terrakium, Terrakium, Meistergriff, Meistergriff. Bei mir 6-mal Maromai. Das ist. Hier hast du wenigstens Hariyama, Hariyama, Terrakium und 3-mal Maromai. So, 2 müssen wir noch einladen. Hannes, möchtest du noch 3 Leute einladen? Ja, theoretisch ist noch Platz für 3 Leute. Ich gehe auch mal hier auf Online. Mal gucken, wer es annimmt. Matze Nottland nehme ich noch mit. Anime-Fan nehme ich noch mit. Blondbart zockt nehme auch noch mit. Und ansonsten habe ich meine 6er Maromai-Armee. Thomas. Thomas! Das ist. 100er. Thomas ist auch eine 6er Maromai-Armee. Halt alleine, aber trotzdem.
Ich hab gestern Abend, wirst du mir nicht glauben, ich habe mir doch Mahomai auf Level 40 gepusht auf den kleinen Accounts und dann rüber getauscht. Und weil die alt waren, sind die meisten lucky geworden mit recht guten IV. Jetzt habe ich eine 6er Armee Mahomai gehabt von Anfang an auf dem Account. Und gestern habe ich alle 6 Stück auf Level 40 verschickt, weil ich jetzt eine 6er Armee Krypto Mahomai habe. Okay. Und die sind ja stärker als die anderen. Ja, auch wenn die IV schlechter wären, ist ja Krypto besser. Und aber sie gehen trotzdem schneller kaputt. So habe ich das jetzt ersetzt. Aber wir sind ja meistens eh genug Leute. Eigentlich könnte ich auch mit Raupi kämpfen. 6-mal Raupi würde wahrscheinlich auch reichen. Weil das ist halt... Siehst du, das ist Käfer. Ist Raupi überhaupt Käfer? Man weiß es nicht. Im Endeffekt ist es einfach nur Gift. Raupi ist Käfer. So, ich setz mich jetzt, ich hänge mich jetzt mal so hier unten hin. Ich dachte auch, solange wie du da bist, machen wir jeden Tag einen Darkrai Raid, weil Darkrai einfach ein richtig cooles Pokémon ist und es zu dir passt. Aber ab Montag ist ja schon wieder alles anders. Ne, Montag ist ja nochmal Darkrai Raid Stunde, aber Dienstag ist ja schon wieder Cresselia da, Mittwoch ist das Seentrio da, und Donnerstag ist Heatran da und Freitag ist Giratina da, also die wechseln ja dann jeden Tag. Das heißt, ich dachte, mit dir kann ich das Seentrio am Mittwoch machen. Jetzt geht Hannes aber schon am Dienstag. Da bin ich alleine beim Seentrio. Wie ich das mache, das wird wieder kompliziert. Ich müsste mich zweimal einladen lassen und einmal selber vor Ort einmachen, damit ich alle drei Dinger eintragen kann. So. Haben wir was? 2079? 2076. Was hast du? 2083. 2083. Hannes hat das Beste. 2136. Genau. Shiny ist leider nicht dabei. Ich betone nochmal, auf dem Main Account habe ich damals 663 Darkrai Raids gemacht, bis das 100er kam. Das Ding kannst du nicht tauschen, das ist ein mysteriöses. Du kannst nicht im Lucky Trade das 100er bekommen, du musst das 100er selber erraiden. Deswegen musste ich auch 663 Raids machen, bis das 100er kam. Aber das war es mir wert auf dem Main Account. Das war ein Fest, das war eine Suche, das ging an die Nerven. Noch schlimmer war nur Mewtwo mit 783 oder so. Das hat noch mehr Raids gekostet. Obwohl Mewtwo hätte man ja tauschen können. Mewtwo hätte man ja im Lucky Trade vielleicht einen 100er kriegen können. Aber ich habe geraidet. Und hier habe ich auch geraidet. Und bei Deoxys, Verteidigungsform, habe ich auch geraidet. Da hat es aber nur 230 Raids gedauert oder so. Dann war das 100er da. Das waren Momente, die vergisst du nicht, die hast du immer im Leben. Das war cool. Aber es geht auch so, wenn ihr nur einen Pass habt und nur ein Raid pro Tag macht, dann macht das trotzdem Spaß. Oder auch nicht, man kann sich auch selbst belügen. Es hat sich halt geändert, es hat sich geändert. Ich könnte ja jetzt gar nicht mehr so viel machen, weil gar nicht mehr so viele Leute mitziehen und mitspielen. Früher hast du so viele Raids gemacht, eben auch durch Fan-Raids. Hast jeden Fan-Raid, der gemacht wurde, mitgemacht. Jeder, der dich eingeladen hat, hast du angenommen. Jetzt kann ich gar keinen Fan-Raid mehr machen, sozusagen. Wenn das Seentrio kommt, muss ich zwei machen. Darauf habe ich teuer hingespart mit den täglichen Coins aus den Arenen. Aber es ist nicht mehr wie früher. Einfach aufladen, raiden, 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 bis alles weg ist. So, ich habe jetzt auch hier ich habe ihn jetzt eingetütet. Und wieso ist das jetzt kein neuer Pokédex-Eintrag? Ich dachte, ich habe noch gar keinen. Gesehen 12, gefangen 12. Hannes, warst du schon mal da, als Schlingking da war in den Raids? Und kann es sein, dass kurz vor Schlingking Darkrai in den Raids war? Ja, irgendwie schon, ne? Hey, da hätte ich ja gestern auch Darkrai Raid machen können, nur ohne Video. Ich habe es extra auf heute verschoben, weil ich den Pokédex-Eintrag wieder zeigen wollte. Jetzt ist es gar kein Pokédex-Eintrag. Naja, egal. Pack hat gesagt, wir steigen auf. Hier Anime-Fan, beste Freunde, der war auch im Raid drin. Grüße gehen raus an Anime-Fan. Pack müsste es noch anzeigen. Hier Pack, auch beste Freunde, nochmal 100.000. Ich habe kein Ei angemacht, ist egal, wir nehmen das einfach jetzt so mit. Wenn ihr ein Shiny bekommen habt, schreibt es mal rein. Wenn ihr ein 100er Darkrai habt, schreibt es mal rein. Guckt es euch nochmal an. Hier standet ihr drauf. Das ist eure Säule des Sieges. Da habt ihr jetzt gestanden und gewartet. Da sitzt der Hannes. Da ist das Bier. Da ist die Säule. Und ansonsten, Prost Hannes, auf die nächsten Tage. Auch wenn es jetzt einen Tag kürzer ist. Ja, leider. Hannes ist der Beste, ne? Habe ich immer gute Laune, wenn ich Hannes sehe. Prost. Definitiv.